Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dino Crisis 2. Ja, letztes Mal ist eigentlich nicht wirklich was passiert, außer ein bisschen Kohle gesammelt. Durch null Schadensbonus. Oh, Reanimation. Ja, jetzt geht's weiter zur Militäreinrichtung. Machen wir mal alle ganz schnell kalt. Die lästigen Viecher. So, und weiter geht's. Stirb. Ja, und wieder 0 Damage Bonus von 6000 eingesagt. Sehr schön. So und weiter. Wieder No Damage Bonus. Jetzt kommt eine kleine Cutscene. Merkt euch das Arschgesicht, der nervt noch öfters. Ein Auge, Zyklop. Da können wir jetzt eigentlich nichts tun, der ist unbesiegbar und wow. Da können wir nur wegrennen. Wow. Hau ab da. Wow, gib Gas. Und geschafft. Ja, genau. Ja, super, Dylan. Einfach so mal zwei Disketten ausgewichen und im Fuß vom T-Rex, ja klar. Und hier ist eine Dino-Datei vom Tyrannosaurus. Ich werde am Ende vom Spiel vielleicht noch die Disketten lesen oder sowas. Wenn ihr wollt, müsst Kommentare schreiben. Wenn ihr wollt, mache ich das. Wenn nicht, dann lasse ich's. So, und den kaufen wir uns noch nicht. Erstmal nachladen. Speichern brauche ich eigentlich auch nicht. Ich bin ja sowieso ein super Spieler. Ich sterbe nicht. Und die Disketten, wenn ihr wollt, kann ich auch vorlesen. Schreibt mir einfach einen Kommentar. Ob ihr das wollt oder nicht, oder ob ihr Background-Musik wollt oder nicht. Einfach so Sachen mal bitte kommentieren.
schon miese Dinos. Jetzt kommen da, glaube ich, auch noch ein paar. Ja, sicher. Am besten, man ist mit der Pumpgun immer in Bewegung. Dann passiert da eigentlich nichts. Die grünen Dinos sind kacke. Die halten 3 Schuss aus auf normal. Wenn man das Spiel auch schwer spielt, ist sicher schwer. Boah, stirb. No Damage Bonus 2000. Da ist es wieder der T-Rex. Schnell rein da. Sonst frisst er uns noch. Ist ja nicht so geil. Da ist wieder eine Diskette. Und da. Ja, bleibt der Arsch nur noch 10 Minuten stehen und probiert nicht aus dem Raum rauszukommen. Nein. Er schaut in die Luft und wartet, bis die Tür zugeht. Voller Idiot. Somebody answer me. David. Regina. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess. Hast du wieder deine tolle Machete geschwungen? Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. Over and out. Dass die bei sowas Ernsten so relaxed sind. Ja, ich gehe mal unten speichern. Ja. Und beend den Part damit. Sie ist ja sehr schlecht in diesem Spiel, hat nur eine Pistole am Anfang, mit der du eigentlich gar nichts machen kannst. Da ist es vom Dylan noch besser, weil die mehrere Typen trifft. Der hat schon 200 Schuss für das dumme Ding. Aber egal, ich speichere mal und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.